Also, herzlich willkommen zum nächsten Blog. Wir beginnen mit jemand aus Hamburg, von einer NGO, hat er mir vorher erzählt. Und er erzählt uns was über den öffentlichen Nahverkehr und wie man das mit OpenStreetMap, Open Source und einer Smartphone-App machen kann. Genau, super, vielen Dank. Genau, ich bin Christoph Hanser von der Truffi Association. Wie man zu dem Namen Truffi kommt, werdet ihr gleich noch erfahren. Association, das ist tatsächlich eine NGO oder ein Social Startup, auf jeden Fall mit E.V. hinten. Und was wir geschrieben haben, ist für den öffentlichen Nahverkehr in Entwicklungsländern, für einen informellen Verkehr, eine App. Im Grunde nicht nur eine Smartphone-App, sondern eben auch die Datenplattform dahinter. Und genau, die basiert auf OpenStreetMap und generell offenen Daten. Und ich versuche nicht nur zu zeigen, was wir machen, sondern ich versuche auch zu zeigen, hey, wie könnte jeder hier im Raum eigentlich mitmachen oder sogar für sich selber eine ÖPNV-App bauen. Wenn ihr Fragen habt, dann, wenn das okay ist, dann gerne zwischendurch. Was möchte ich machen? Ich möchte einmal erklären, was ist Truffi? Ich möchte Fosges Danke sagen. Ich möchte Mitstreiter finden und zum Schluss habe ich noch eine kleine Diskussion, falls es keine Fragen gibt, die ich auch noch anzetteln würde. Genau, aber erstmal kurz, damit ihr wisst bisher nur über mich, wie ich heiße und dass ich aus Hamburg komme. Vielleicht um mich vorzustellen, ich habe demnächst drei kleine Kinder, dann habe ich einen bezahlten Erstjob bei der Quibbig, wenn man so Integrationslösungen ganz allgemein. Ich wohne in Hamburg, rechts unten. Ich bin ein Baby, was Fosges angeht, OpenStreetMap etc. Ich benutze PowerPoint. Genau, seht mir das nach. Aber erklärt sich auch gleich noch. Und in der Mitte ist die bolivianische Flagge. Und das ist nicht ganz unwesentlich eigentlich über die Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Die handelt nämlich von Bussen wie diesen und von Verkehren, wie sie halt in Bolivien existieren. Verkehr nicht mit Haltestellen, nicht mit, Zeitplänen, auch nicht mit, hey, hier kannst du dein Zeitformat mal kurz downloaden, also keine Open-Data-Sachen, das ist alles undokumentiert, also nicht mal auf Papier meistens. Und die Busse sehen so aus. Und weiß nicht, wer war schon mal in Bolivien? Hey, cool. Kennt ihr die Busse? Ja, okay. Wer hat so ähnliche Busse in anderen Kontinenten gesehen? Ja, okay. Also ihr kennt das, ne? Man muss sich durchfragen, so, wie komme ich denn wohin? Für Touristen sowieso quasi unmöglich zu benutzen oder extrem schwer. Und auch für die Locals, wenn die einmal ihren Stadtteil verlassen, echt schwierig zu wissen. Man muss sich halt immer durchfragen, hey, weißt du, wo kann ich denn wechseln? Wie komme ich denn jetzt in diesen Stadtteil? Ich selber hatte in Bolivien gelebt 1,5 Jahre, habe dann ein soziales Jahr gemacht und natürlich gab es da nichts dergleichen. Habe so ein bisschen mitbekommen, wie schwierig das für die Leute eben dann auch teilweise ist, sich da drin zu bewegen. Genau, was habe ich gesagt? Informeller Transport ist eben das Gegenteil von dem organisierten Transport, den wir hier haben, auch in Freiburg. Das heißt, keine offiziellen Haltestellen, keine festen Routen. Na doch, die Routen sind einigermaßen fest, ändern sich aber öfter, je nachdem, wie so die privaten Verkehrsverbünde vielleicht sich auch gerade auseinander diskutieren. Das Ganze mischt sich natürlich, dann spricht man oft von semi-formellem Verkehr, mischt sich vielleicht auch mit so festen Sachen, also feste Busse, feste Gondel etc. Und genau, ist halt vor allem in Entwicklungsländern stark verbreitet. Also ich würde mal sagen, die Mehrheit der Welt benutzt diese Art von Verkehr und nicht unsere Straßenbahn da draußen. Trotzdem gab es bis dato keine App wirklich dafür, die damit klarkommt, wie dieser informelle Verkehr funktioniert. Die haben wir geschrieben, gibt es für Android und iOS, basiert auf Flutter, sodass man da Cross-Plattform entwickeln konnten. Und es ist eben ein Journey Planner, diese App, um genau das zu tun, was für uns hier ganz normal ist. Door-to-door Connection, also mit zu Fuß, intermodal, nochmal das Verkehr wechseln. Also in La Paz ist es halt von der Gondel in das Auto zum Beispiel. Die App bietet dann Suchvorschläge. Da laden wir aus OpenStreetMap die ganzen Points of Interest rein.
und haben halt eine App dafür geschrieben. Woran sieht man, dass die halt bewusst dafür gemacht ist? Also abgesehen davon, dass wir das UX angepasst haben, ganz massiv natürlich in Cochabamba, wo wir angefangen haben in Bolivien. Aber man sieht es auch daran, dass es keine Haltestellen gibt, sondern wir haben dann irgendwann gesagt, okay, jede Kreuzung ist eine potenzielle Haltestelle. Das heißt, wir haben halt dann einfach alle Straßen aus OpenStreetMap genommen, alle Kreuzungen ausgerechnet und wenn du halt auswählst, wo du hin willst, dann gibst du halt einfach, musst du die Straßenkreuzung auswählen. Dann sagst du halt, ich will in die Straße und dann fragt er dich, ah ja, das grenzt doch an das und dann wählst du halt die Kreuzung aus. Hintergrund ist einfach, theoretisch kannst du überall außen zusteigen, aber die Leute wollen, dass wenigstens nur an den Kreuzungen ausgestiegen wird. Und so kommuniziert man auch, wo man hin will. Ne? Ich will in die Avenida, Esquina so und so und dann, genau, so reden die. Also dafür ist die App dann halt auch wirklich gemacht. Ne? Genau, gab es da eine Frage, Zwischenruf? Nee. Ist mehrsprachig, das heißt, in Addis Abeba läuft die gerade mit Amharisch, in Cochabamba läuft sie in Quechua, Aymara ist gerade in Arbeit, das heißt auch diese lokalen Sprachen sind da natürlich drin. Genau, natürlich ist sie anpassbar. Weil, warum ist sie anpassbar? Sie ist offen, also wir haben die App, Trophy Core, die Basis ist in GitHub und kann eben dann geforkt werden und das ist bisher in Äthiopien, Ghana und Kolumbien noch zusätzlich zu Cochabamba passiert. Der Stack selbst ist auch offen, Flutter, OTP benutzen wir und die Daten sind in OpenStreetMap und in GTFS gespeichert. GTFS ist ein Format, mit dem man Routen ablegen kann. Genau, also das ist nochmal kurz so eine Übersicht. Wo ist die App aktuell? Wo wird sie diskutiert? Das ist nicht ganz aktuell, also wir diskutieren ständig mit irgendwelchen Städten. Die Problematik dabei ist, das Thema ist eher, das sind alle Städte, die ein großes Bedürfnis, aber wenig Geld haben. Wir arbeiten mit Entwicklungsländern, deswegen sind wir auch eine NGO und ja, kein Startup, das irgendwie einen großen Profit machen will. Wie kann das denn aussehen, wenn man so eine App hat? Das war gerade die Annonce, so eine Videoannonce vom Transportministerium. Da steht, ich hatte mich ein bisschen stolz erfüllt, weil da ganz groß mit einem extra Banner der Soft-Launch von der Äthiopiens erstem Trip-Planner bekannt gegeben worden ist. Das kann auch so sehen, dass ich mit Samuel Rioja, der vor allem in Bolivien für die App zuständig ist und die Community da so ein bisschen führt, der war groß in der Zeitung. Genau, also wo irgendwie die App ankommt, entgegnet uns meistens eine Riesenbegeisterung, was total schön ist und die Arbeit total wertvoll macht, weil die Leute sich halt so freuen über diese Digitalisierung. Ne? Und wir haben immer ganz viele 5-Sternchen in der App und dann haben wir ganz viele 1-Sternchen. Die 1-Sternchen sind meistens ist langsam, also hängt halt leider vom Internet ab. Und die 5-Sternchen, die freuen sich und die sagen dann sowas, hey, wenn ich die App benutze, fühle ich mich wie in den USA oder in Europa. Das ist positiv gemeint. Also die sind stolz darauf, die freuen sich dann einfach. Genau. Also ihr könnt euch vorstellen, man kann da extrem viele lustige Sachen erleben, wenn man in so einem internationalen Team dabei ist. Das war von dem Launch, den wir hatten in der App Ende 2018. Nur so als kleine Anekdote, das bolivianische Team auf den Monitoren sollte sich eigentlich treffen an dem Tag, also wir wollten eine Feier in Hamburg haben und eine in Cochabamba, aber die konnten sich nicht treffen, weil am Tag der öffentliche Nahverkehr gestreikt hat. Das war sehr, genau, richtig, der öffentliche Nahverkehr, okay, na dann. Natürlich ist die Vision von Trophy nicht nur diese App zu bauen, ja, wir wollen auch eine Datenplattform machen, um den Städten zu ermöglichen, den ÖPNV zu verbessern. Also man kann jetzt schon sehen, wo wird denn gesucht, wo gibt es schlechte Suchergebnisse, welche Stadtteile sind schlechter angebunden, wo würde denn eine neue Route Sinn machen. Also die ganze Idee ist, den ÖPNV zu stärken und eben dann voranzubringen und natürlich dann auch irgendwie den Wunsch nach eigenen Autos zu verringern, weil man das halt einfach attraktiv macht. Und es wird viel, viel attraktiver, wenn die Leute halt einigermaßen wissen, welche Route sie denn nehmen. Der nächste Schritt wäre ihnen dann noch zu sagen, wann denn wirklich jetzt das nächste kommt. Aber da haben wir noch keine Stadt, die uns mit uns echt Realtime-Daten mal erhebt. Die Trophy Association, genau, 2018 gestartet, 2019 gegründet.
In der Satzung steht, dass wenn wir pleite gehen, Foschis das Guthaben bekommt, weil wir eben das Gefühl haben, dass wir viele Werte mit Foschis teilen. Ist ein soziales Start-up. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, genau, wir koordinieren, entwickeln Trophicore, helfen Städten, unterstützen lokale Communities. Die App ist nämlich die eine Sache, die andere ist halt wirklich an die Daten heranzukommen, lokales Marketing zu machen, eine OSM-Community aufzubauen, da helfen wir bei. Und natürlich beim Customizing für die einzelne Stadt. Aktuell bauen wir die Datenplattform immer weiter aus, damit die Städte auch noch einen größeren Benefit davon haben. Genau, an dieser Stelle wollte ich auch mal Danke sagen. Und zwar Foschis. Ist jemand hier von Foschis? 1, 2, 3. Ja, danke. Also ihr bezahlt unsere Serverkosten, wo wir unseren OTP-Server laufen haben. Wir würden uns wünschen, wenn die Städte die selber zahlen würden, aber das haben wir leider noch nicht geschafft. Genau, eure Trophys sagen danke. Jetzt warte ich noch, bis du ein Foto gemacht hast. Ich kann auch noch so eine chinesische Verbeugung, danke. Genau, also wir sprechen einfach, genau, also es ist absolutes nur Ehrenamt, was wir machen, und die Serverkosten finanzieren wir selber, und wir waren froh, dass Foschis dies finanziert, weil es ist einfach so schwer, eine Stadt zu finden, die sagen, hey, ich gebe dafür Geld aus. Also wir hatten schon mit La Paz monatelange Besprechungen mit allen ÖPNV-Vertretern. Am Ende ist es einfach schwierig, könnt ihr euch vorstellen. Genau. Für was ist Trophy-App gut geeignet? Natürlich für den informellen Verkehr. Klar, logisch, habe ich ja erzählt. Aber, und deswegen dachte ich, für die unter euch, die sagen, ja, das ist ja alles weit weg, warum bin ich denn hier? Ihr könnt es auch selber benutzen. Also ich habe kürzlich überlegt, ob ich mir einen eigenen Fork mache, einfach weil ich immer Fahrrad und ÖPNV benutze. Also, oder ich benutze immer das Fahrrad. Also die App könnte mir ja sagen, wann ich den ÖPNV benutzen darf und wie lange ich dort zu dort brauche. Also soll ich jetzt Fahrrad fahren oder dann ÖPNV nehmen? Oder darf ich überhaupt gerade mit dem Fahrrad ins ÖPNV? Also so eine App könnte man einfach für sich selber bauen oder auch publizieren. Oder auch, kürzlich habe ich mit Leuten vom ITS-Fachkongress für Public Transport gesprochen, die meinen, ja klar, wir könnten auch so eine Kongress-App machen, wo die Leute halt dann ganz besonders nicht den kompletten Verkehrsverbund sehen, sondern halt vielleicht die Strecken, die wir besonders hervorheben wollen für sie. Also man könnte das theoretisch auch hier benutzen. Klares Ziel sind aber natürlich Entwicklungsländer, informeller Verkehr etc. Wie sieht es denn technologisch aus? Und zwar so, wir haben da einmal oben eine Flutter-App gebaut, eben Cross-Plattform, das User-Interface. Darunter nutzen wir Open Trip Planner, die Routen zu berechnen oder das beste Ergebnis für eine konkrete Route zu berechnen. Open Trip Planner wiederum braucht GTFS, das heißt, das müssen wir erstellen, dieses Format. Wir haben das mit dem blauen Bobble oft gemacht. Wir haben eigene Tools geschrieben, die uns aus OpenStreetMap die Sachen in den GTFS erstellen. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, weil es gibt ja keine festen Zeiten, wann die Busse fahren. Ne? Das heißt, viel ist virtuell. Es gibt ja auch keine festen Haltestellen. Das heißt, man muss dann so ein bisschen links und rechts machen. Dafür haben wir eigene Tools geschrieben, sind auch auf GitHub. Ich glaube, die sind sogar unter dieser Lizenz, dass jeder einfach so den Code benutzen kann, in Node.js geschrieben. Die Trophy-App selber ist unter einer GPL-Lizenz, wo wer einen Fork macht, auch ein Feature bei uns einspeisen muss, was ich extrem wichtig finde, damit eben auch andere Städte davon profitieren. Und genau, es gibt, vielleicht kennen ein paar von euch OSM to GTFS, wer kennt das? Das ist irgendwie auch ein ziemlich cooles Tool, aber eher, wenn es tatsächlich schon Haltestellen gibt in der Stadt. In Accra haben die das zum Beispiel benutzt. Genau, darunter liegt OpenStreetMap. Also wir haben zwar teilweise jetzt auch Apps schon, da haben uns Leute Google Earth-Dateien gegeben oder ArcGIS-Dateien oder so. Aber was wir immer wollen, ist OpenStreetMap, weil wir einfach sagen, okay, die Routen, das ist kein Privatbesitz, das ist Allgemeinwissen. Jeder darf wissen, wo Public Transport langläuft. Das heißt, wir versuchen, alle Städte davon zu überzeugen, das dann auch wirklich nach OpenStreetMaps zu geben. Genau, daneben auf der anderen Seite läuft noch ein OpenMap-Teiler. Den müsste man auch erstellen, wenn man selber sowas, die App bei sich irgendwie launchen will. So kurz vorm Prozess müsste ich natürlich einmal die Daten sammeln. Wenn jetzt jemand wirklich diese Fahrrad-App, danke, für sich zu Hause machen will, dann ist das einfach. Hamburg hat ein GTFS für seinen kompletten Verkehrsverbund. Ist also schon mal da. Im Ausland muss man eben viel Community-Building machen. Muss ein GTFS erstellen, OTP-Server einrichten, den konfigurieren. Zum Schluss Trophy-App forken, UX customizen.
Teilserver einbinden, OTP-Server einbinden und dann ist auch schon die App fertig. So, wir suchen immer Leute, die mitmachen, weil wir selber alle Mitmacher sind, weil wir begeistert sind vom Thema Public Transport, weil es Spaß macht, international zu arbeiten. Da suchen wir immer wieder Mapper, Entwickler, Data Scientisten, jetzt zum Aufbau der Datenplattform, was wir voranbringen wollen. Wir suchen Marketing-Experten, Business-Entwickler. Ist wirklich wichtig, weil alles ist aktuell Ehrenamt und wir müssen wirklich schauen, hey, wie kommen wir denn an Geldtöpfe, um das Ganze irgendwie langfristig mal ein bisschen nachhaltiger zu machen oder auch gewisse Entwicklungen zu sponsoren. Also auch dafür suchen wir Leute, die uns helfen. Und auch gerne Master, Bachelor, Doktoranden, die sich einfach bestimmten Themen widmen wollen. Genau. Ich danke an dieser Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit. Habt da so ein paar Links draufgepackt, die ihr angucken wollt, könnt. Und ja, habe im Grunde jetzt Zeit für Fragen. Und wenn keine Fragen kommen, habe ich Fragen mitgebracht. Ja, ich habe schon gesehen, da gab es schon einen Fingerzeig. Hier. Ich habe gerade mal parallel geschaut in meinem Handy. Ich kann es nicht runterladen, die App, weil ich nämlich kein Google benutze, sondern F-Droid. Und es scheint nur eine Google-Abhängigkeit zu geben. Also ich kann die App nicht benutzen, weil es eine Google-Abhängigkeit gibt. Plant ihr das auch so zu machen, dass man auch in dem Leben, also alternativen F-Droid-Store oder direkt bei euch runterladen kann? Im F-Droid-Store ist ein Fork von uns aus Addis Abeba ist im F-Droid-Store. Nicht gefunden gerade, unter Trophy. Jene Guso. Okay, suche ich gleich nochmal. Aber ihr habt auf jeden Fall auch was ohne Google-Abhängigkeiten. Also die Google, einzige Google-Abhängigkeit ist eigentlich, also wir ist eigentlich Flutter, aber das ist eine Open-Source-Technologie, die Google voranbringt. Also eigentlich haben wir da keine. Ich komme später nochmal auf dich zu. Guck nochmal. Y-E-N-E, also will ich auch wissen, G-U-Z-O. Also ich weiß das, weil ich bin damit nicht so firm, aber einer aus der äthiopischen Gruppe, dem war das auch wichtig. Und ein Fork von uns müsste da laufen. Ja. Also wenn das nur die Sichtbarkeit früher informeller Verkehr erhöht, ist doch eine naheliegende Anwendung, zum Beispiel aus Sicht einer Regierung zu sagen, hey, da können wir toll Leute finden, die ohne Lizenz für Personenbeförderung im Linienverkehr sowas machen. Gibt es schon Fälle, wo das so angewendet wurde und dann die entsprechenden Verkehre verschwunden sind oder durch einen anderen ersetzt wurden? Das ist natürlich besser wäre als ganz verschwinden, aber ja. Meinst du, dass da Piratenlinien gibt? Oder? Ja, also bei so einem informellen Taxi mit dem kleinen Bus stelle ich mir schon vor, dass die nicht notwendigerweise die in dem Land unbedingt nötigen Lizenzen zum Betrieb von sowas haben. Du hast völlig recht. Also wir hatten viele Diskussionen, die beim ÖPNV wollten, also bei den anerkannten Linien wollten nicht, dass die Piratenlinien die Chukos mitmachen. Ja, das kann passieren, aber aktuell ist OpenStreetMap, jede Route in OpenStreetMap würden wir, die qualitativ richtig ist, also die wir validieren und die zu ordentlichen Suchergebnissen führt, die nehmen wir auch auf. Also wir würden das jetzt nicht einschränken. Ja. Eine Frage zu den Daten, wenn es schwierig ist, da Routen zu kriegen oder ihr die immer von Städten besorgen müsst, habt ihr über User-Driven Content nachgedacht? Ja. Gibt es da eine Einschätzung zu? Also wir haben gerade ein Feature im Blau, dass ich sagen kann, ich check jetzt hier in einen Bus ein und den habt ihr nicht oder den habt ihr falsch. Und das wäre auch so eine Diskussion für mich, eine spannende Diskussion für mich. Wir werden dann lauter GPS-Tracks bekommen und vielleicht ergeben 10 Tracks zusammen die komplette Linie. Und dann wird die spannende Frage sein, in welchem Prozess kann man das mergen und nach OpenStreetMap bringen? Weil das echte Ground Truth ist, das wurde ja gesammelt, aber man muss es mergen und also das ist für mich eine ganz spannende Frage, was machen wir mit diesen Schnipseln? Die sind gut und wertvoll, aber ja. Also wenn da jemand im Publikum ist, der sich dem Thema widmen will, viel Dankbarkeit.
Gibt es noch weitere Fragen? Also hast du Interesse daran? Also ja, okay, weil das ist ein super spannendes Thema. Ja. Genau, du hattest diese Sachen erwähnt von wegen, es gibt eine Route, aber keinen Fahrplan. So war das ja bis vor 10 Jahren zum Beispiel in Dublin auch noch. Meine Freundin hat gesagt, wenn alte Leute Richtung Haltestelle gehen, dann geht man halt hin, denn die wissen das irgendwie, die können einem das zwar auch nicht wirklich sagen, warum, aber dann kommt wahrscheinlich ein Bus. Inzwischen hat Dublin einen Fahrplan für die Endhaltestellen, aber nicht zwischendrin. Das heißt, man kann grob abschätzen, wann vielleicht der Bus kommt, denn man weiß, wann er an der Endhaltestelle abfährt. Wie könnte man solche Sachen irgendwie perspektivisch in dieses Routing reinbringen? Ja, also extrem gute Frage, zumal Hamburg will jetzt teilweise zu einem fahrplanlosen, also zu einem uhrzeitlosen Fahrplan. Die sagen dann einfach alle 3 Minuten. Also der große Weg wäre halt wirklich, alle Vehikel mit GPS-Sensoren zu verknüpfen, ne? Und dann zu sagen, okay, die speisen das ein in ein Netz. Dafür gibt es bei GTFS sogar schon eine Erweiterung, die das auffassen kann und die damit umgehen könnte, dass man halt den starren Fahrplan da ändert, wo jetzt wirklich gerade die Vehikel sind. Und das ist auch die Vision, wo wir hinwollen. Also die Trophy Association, wir geben uns nicht damit zur Verfügung, die theoretisch beste Möglichkeit zu zeigen, sondern wir wollen, eigentlich suchen wir die ganze Zeit Hennering, die erste Stadt, die sagt, jawohl, komm. Und wir schaffen das zusammen, die Echtzeitdaten da reinzubringen, ne, dass du wirklich dem User sagen kannst, jetzt ist diese Option die beste. Das Trophy oder sonst Trotro in Ghana, Matatu in Kenia, das muss ja auch noch Platz haben dann. Ne? Du musst ja nicht nur wissen, wo es ist, sondern es muss auch Platz haben. Wir haben es auch mit anderen Sachen, wir haben eine App für Fahrer entwickelt, die dann sagen können, ich bin voll und zeigen dir dein GPS, aber es war alles schwierig. Also ich glaube, man braucht eine Stadt, die dann sagt, jawohl, wir wollen das digitalisieren und dann geht das. Ja. So, letzte Frage. Ja. Hi, könntest du noch ein bisschen, ja. du hattest angesprochen, dass ihr so Crowdbuilding macht oder Netzwerk irgendwie aufbaut vor Ort. Und könntest du dazu noch was sagen, wie welche Leute sind das, die da mitmachen? Können die schreiben, können die programmieren? Wie läuft das so ab? Ja, die Leute, die mitmachen, also Communities haben wir konkret, die größte haben wir in Cochabamba geformt. In Accra und Addis Abeba war es so, dass es Communities gab, die gemeint haben, wir haben die Routen, aber brauchen eine App. In Kolumbien war es auch so, dass die Community schon alles gesammelt hatte und brauchten auch eine App. Cochabamba haben wir die selber geformt und das waren einfach Leute, Studenten, die einfach Lust, also einer Informatiker, die anderen hatten ganz unterschiedliche Berufe, die einfach Lust hatten, da für den öffentlichen Nahverkehr was zu machen. Und ja, die konnten alle schreiben, aber ehrlich gesagt ist das eine Riesenhürde, OpenStreetMap den Leuten mitzubringen. Also wir haben ganz viele Workshops gemacht vor Ort. Wir hatten auch schon Workshops, wo einer aus Accra Deutschen erklärt hat, wie sie die Routen machen. Also wir hatten schon die unterschiedlichsten Referenten, aber ganz vielen Leuten fällt wirklich schwer, diese Busrouten zu sammeln, weil du brauchst wirklich, wenn du so die Koordinaten hast, brauchst du mindestens eine halbe Stunde, um alle Relationen zu ziehen und du brauchst ein paar Stunden, um das zu verstehen. Also es ist leider immer noch so ein Riesen, es ist schwierig und bedarf viel Zeit. Ja. So, dann nochmal danke an dich. Vielen Dank auch.